Just servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video von mir. Heute geht's mal um den galaktischen Handelsmarkt. Da hat nämlich ein lieber netter Kommentator aus meinem letzten Video, wo es um den Blitzschlaghexer ging, einen passenden Kommentar drunter geschrieben und mich gebeten, ein Video über den Handelsmarkt zu machen. Grüße gehen an der Stelle raus an Nia Sia Klam. Ich hoffe, muss mal Knoten in die Zunge machen, fürs auszusprechen, aber denke, es geht. Und zwar ging es darum, könntest du mal ein Video zum GHN machen? Was wird am meisten verkauft und wie das Ganze funktioniert? Dem Wunsch gehe ich natürlich liebend gerne nach. Daher stehe ich hier auch jetzt schon genau richtig am GHN, am Handelsmarkt. Auf imperialer Seite ist der hier unten südwestlich in dem Bereich. Wird auch markiert, es steht dran, galaktischer Handelsmarkt. Auf Republikseite ist das genau spiegelverkehrt. Als neuer Spieler, wenn ihr als neuer Spieler euch den Handelsmarkt anschaut, wenn man draufklickt, kommt zuallererst automatisch das Inventar, das geöffnet wird, und ihr seht diese Schaltfläche. Diese Schaltfläche ist für Käufer eigentlich gedacht, kann aber auch sehr gut von Verkäufern genutzt werden. Warum, werde ich gleich erwähnen. Man hat hier drei Einstellungen hier oben, Favorit, beliebt und neu gelistet, nach denen man Schnellsuche machen kann. Gehen wir zum Beispiel auf beliebt, haben wir hier Premium Hurricane Kristalle und so weiter und so fort. Also Mats, die gerne gekauft werden, oder neu gelistete Sachen, ne? Gibt es hier auch, keine Frage, ganz einfach. Man kann hier allerdings auch per Namen direkt suchen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel jetzt fortschrittliches Kyrprax Medipack. Können wir so eingeben oder komplett den Namen eingeben, dann haben wir es direkt. Ansonsten müssen wir halt hier umblättern und weitersuchen. Können wir Hand zu Fuß machen. Wir können es aber auch noch eingrenzen, indem wir hier Kategorie auswählen, die verschiedenen Kategorien, die es gibt, oder Unterkategorie, den Wert, ob es Artefakt ist, also lila, ob es legendär ist, was in dem Fall Gold wäre, oder ob es Premium grün wäre, kann man auswählen. Dann natürlich noch die Kartellseltenheit, wenn es ein Kartellmarktgegenstand ist, kann man auch von Bronze bis Platin alles auswählen. Dementsprechend kann man die Suche sehr, sehr gut eingrenzen. Es gibt natürlich auch eine erweiterte Suche hier, mit der man das ebenfalls noch weiter eingrenzen kann. Ist allerdings meistens meiner Erfahrung nach auch nicht nötig, die zu nutzen. Denn es gibt eine ganz einfache Sache, wie man zum Beispiel, gerade für Verkäufer ist das sehr nützlich, direkt das finden kann, was man sucht. Man geht in die Schaltfläche hier, in die Schreibfläche, geht mit der Maus auf das, was man zum Beispiel sucht, also zu verkaufen oder kaufen, drückt die Shift-Taste und die linke Maustaste und schwupps sieht man, man muss es nicht mal reinschreiben, es ist direkt reinkopiert. Also die linke Shift-Taste plus die linke Maustaste und man hat es reinkopiert. Einfach dann auf Suchen und man hat das Ergebnis. Ist der einfachste und schnellste Weg tatsächlich. Wenn man natürlich jetzt nicht im Inventar gerade das liegen hat und man von Hand zu Fuß suchen muss, wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit per Schrift und per Kategorie, Wert, Kartellseltenheit und so weiter das Ganze zu differenzieren und besser zu suchen. Eigentlich eine sehr simple Sache und sehr einfach zu bedienen. Das gleiche System, wenn jemand jetzt neu in das Spiel kommt, der von zum Beispiel World of Warcraft kommt, der wird dieses System bereits kennen, denn in World of Warcraft ist es fast genauso identisch. Von daher funktioniert ziemlich gut. Wenn man jetzt verkaufen möchte, geht man auf die Verkaufen-Seite, zieht einfach den Gegenstand in das Verkaufsfeld, es wird direkt ein Stückpreis angegeben und jetzt kommt das, was wir bei der Käuferseite noch nicht am Anfang gesehen haben, komme ich aber auch gleich noch dazu. Käuferseite kommen wir später nochmal dazu. Nämlich, man hat hier auch eine kleine Steuer. Das heißt, wir setzen jetzt hier zum Beispiel für 500.000 das Ganze rein. Die Steuer wird abgezogen, das behält sich das Spiel ein und wir verkaufen es für 471.698 pro Einheit. Das Ganze kann man auf bis zu 7 Tage setzen. Hier wird dann noch der Gesamtgewinn ausgerechnet. 7 Tage gibt ebenfalls noch eine Gebühr. Also wir haben auch noch eine Gebühr auf die Tage.
die man das reinsetzt, auf die Zeit. Und dann haben wir den Gesamtgewinn, den wir erhalten, wenn alles davon verkauft wird, hier ausgerechnet. Dann einfach Angebot erstellen, es landet direkt hier drin und man ist damit fertig. Wenn man allerdings alles voll hat und man möchte noch weitere Verkaufsslots haben, kann man hier auch einfach auf dieses Symbol gehen und dann kann man sich per Kartellmünzen zusätzliche Slots freischalten. Die Gebühr gibt es auch beim Kaufen. Wenn ich jetzt hier was kaufen möchte, klicke ich drauf und wir sehen ein weiteres Fenster. Hier können wir die Menge einstellen, die wir haben wollen. Nehmen wir 4, Gesamtpreis wird angenommen, er holt direkt das günstigste und wenn wir mehr eingeben als das günstigste, 100, holt er die anderen noch dazu. Das wären also 4 und 96 von dem nächst teureren und dann haben wir diesen Gesamtpreis, können auf Kaufen gehen und können es dementsprechend direkt kaufen. Das ist ebenfalls genauso wie bei World of Warcraft. Wer also von World of Warcraft kommt, wird dieses Fenster direkt verstehen und erkennen. Es ist genauso wie dort beim Auktionshaus. Man kann hier sich auch die jüngste Spanne und den Preisverlauf anzeigen lassen, was natürlich dann auch bei einem Verkauf sehr von Nutzen sein kann. Wir haben aktuell einen aktuellen mittleren Preis von 419.000 und historischer mittlerer Preis von 690.000. Meiner Meinung nach ein sehr nices Fenster, was sie wirklich gut implementiert haben und ich tatsächlich bevorzuge. Wenn wir jetzt das hier kaufen, ich kaufe jetzt mal 4 von denen, haben wir 4 Stück gekauft, dann ist es allerdings anders als bei World of Warcraft zum Beispiel. Bei World of Warcraft würde es jetzt so sein, dass es im Postfach landet. Sprich, man müsste jetzt hier zum Postfach laufen, was natürlich hier auch nicht weit entfernt ist, ist direkt hier. Und dann sieht man, aha, man hat hier Post, aber Moment, hier ist ja gar nichts drin. Hier ist kein Kristall drin. Auch hier nicht. Auch hier nicht. Verdammt, wo sind meine Kristalle? Wo sind meine Medpacks? Sorry, waren Medpacks, mein Fehler. Ganz einfach, das System haben sie auch vereinfacht dargestellt. Gut, die Post fand ich eigentlich nicht verkehrt, dass es in die Post geliefert wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die paar Meter Laufweg, das hat mir nie was ausgemacht. Meine persönliche Meinung. Aber so ist es noch einfacher. Ihr seht hier oben blinkt was, erhalten. Und hier haben wir wieder 2 Verkaufsflächen gekauft und verkauft. Ich habe 4 Medipacks gekauft. Die kann ich jetzt ganz einfach beanspruchen und sie sind direkt im Inventar. Meine Auktionen sind ausgelaufen. Ich habe für 85 Millionen roundabout etwas verkauft. Schwupps, habe ich meine Credits. Und alles, was ich nicht verkauft habe, bekomme ich zurück und kann es wieder reinstellen. Sehr simpel, sehr einfach. Auch meiner Meinung nach sehr übersichtlich in der Hinsicht. Von daher finde ich die Überarbeitung des Handelsmarkts doch relativ gut gemacht. Da ich jetzt was eingesammelt habe, was ich definitiv wieder verkaufen möchte, kann ich das hier auch gerade wieder zeigen. Wie gesagt, Exoschwein möchte ich verkaufen. Linke Shift-Taste, linke Maustaste. Wir suchen. Für 15 Millionen sind 4 Stück drin. Wir setzen es dann für 14 Millionen rein. Setzen die Spanne auf 7 Tage und geben es ab. Das war jetzt nur ein Beispiel, wie ich es mache. Das heißt nicht, dass ihr das genauso machen müsst. Ihr könnt es auch teurer verkaufen. Anstatt 15 Millionen dann 16, 17, 18. Ihr könnt die Spanne auch verkürzen auf 12 Stunden, 1 Tag, 2 Tage. Das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Ich kann euch da auch leider nicht irgendwie eine Patentlösung anbieten. Denn Handelsmärkte, Tauschbörsen, wie ihr es auch nennen wollt, sind fließend. Bedeutet, sie sind nicht statisch. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen, wie bereits im Kommentar gefragt wurde, was wird am meisten verkauft, kann ich jetzt nicht pauschal sagen. Das kann morgen schon wieder anders sein. Das kann in einer Woche anders sein. Das kann man pauschal nicht sagen. Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt. Das ist wie in der realen Wirtschaft. Dementsprechend bringt die Frage, was wird am meisten verkauft, eigentlich so gut wie gar nichts. Ihr müsst da wirklich selber nachschauen, selber euch das anschauen und selber entscheiden, was ihr verkaufen wollt und für wie viel ihr es verkaufen wollt. Meine Empfehlung an der Stelle, ich kann da höchstens eine Empfehlung geben, meine Empfehlung an der Stelle wäre tatsächlich, wenn ihr sowas habt, wie jetzt zum Beispiel dieses Exoschwein, versucht es 2-3 Mal zu verkaufen, ist es beim 3. Mal noch nicht verkauft, legt es im Moment in die Bank oder legt es in die Gildenbank oder verschenkt es oder macht sonst was damit.
oder versucht es später wieder zu verkaufen. Keine Ahnung, macht sonst was damit, aber mindestens 2 bis 3 Mal sollte man es, denke ich, schon versuchen, etwas zu verkaufen, denn die meisten Gegenstände werden tatsächlich nicht beim ersten Mal verkauft werden. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht direkt verkauft wird. Das meiste wird nicht beim ersten Mal verkauft. Es wird zu euch zurückkommen, ihr setzt es wieder rein, vielleicht ein bisschen billiger oder wie auch immer. Und dann wird es verkauft oder beim dritten Mal wird es verkauft. Oder auch erst viel später, wenn ihr es in der Bank gelagert habt und wieder versucht zu verkaufen. Kann es sein, in einem halben Jahr oder so wird es dann erst verkauft. Whatever. Der Handelsmarkt an sich ist kein Spielelement, welches per Komplettlösung erklärt werden kann. Es ist ein Wirtschaftsspielelement, welches fließend ist, welches sich auf Angebot und Nachfrage anpasst. Dementsprechend müsst ihr ein eigenes Gefühl dafür bekommen, wie ihr wann was verkauft oder verkaufen wollt oder kauft oder kaufen wollt. Ich kann euch nur, wie gesagt, jetzt das zeigen, was ich euch jetzt gezeigt habe, nämlich was es hier alles gibt, wie ihr das alles einstellen könnt, was ihr genau da jetzt kauft oder verkauft, kommt ganz auf euch als Spieler individuell an. Das Einzige, was ich jetzt noch zum Abschluss des Ganzen noch dazu bringen kann und werde, ist, wie man sieht, es gibt hier neuerdings Druide des GAN stationieren. Bedeutet, wir können über unser Vermächtnis, entweder geht man hier mit der Maus halt hin oder durch Kürzel J, können wir uns den Felddruiden des galaktischen Handelsnetz freischalten. Bedeutet, wenn ich den jetzt hier freischalte, ich mache es jetzt mal auf Stufe 1, dass ich den dann auch in die Schnellleiste packen kann, wenn ich möchte. Wir haben hier vermischtes Laderaum, Laderaumdruide und hier haben wir den GAN. Egal auf welchem Planeten ihr seid, ob das Tatooine ist, ob das Hoth ist, ob das Typhon ist, spielt keine Rolle, ihr könnt den überall benutzen. Dann müsst ihr nicht immer wieder zurück zur Flotte und ihr habt ein mobiles GAN direkt dabei. Eine sehr nette Erweiterung, die auch sehr sinnvoll ist, tatsächlich, die ich sehr gut finde, kann man per Credits im Vermächtnis freischalten, charaktergebunden freischalten, wohlgemerkt, also muss für jeden Charakter einzeln gemacht werden, ist aber, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und wie bereits gesagt, gibt es das Ganze auf der Flotte. Man kann allerdings aber auch Terminals in den eigenen Festungen unterbringen oder wenn man in einer Gilde ist, kann man auf die Gilde gehen. Die meisten Gilden haben tatsächlich auch ein GHN-Terminal dort drin stehen. Allerdings empfehle ich an der Stelle immer auf der Flotte zu sein, denn auf der Flotte spielt sich vor allem im Late Game, im Endgame sozusagen das meiste ab, denn hier wird hauptsächlich auch für Operations, Flashpoints etc. gesucht. Wenn ihr hier seid, seid ihr quasi am Puls des Ganzen, am Puls des Spiels sozusagen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, seinen Charakter auf der Flotte zu parken. Mehr gibt es von meiner Warte aus im Moment zum GHN für Neulinge nicht zu sagen. Probiert es einfach mal selber jetzt aus. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen das Ganze etwas einfacher darstellen, als es vielleicht im Spiel dargestellt wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Solltet ihr mich mal live sehen wollen, beziehungsweise solltet ihr Hilfe brauchen, entweder von mir oder anderen erfahrenen SWTOR-Spielern, in der Beschreibung ist der Twitch-Link enthalten, da könnt ihr mich jederzeit live sehen, aber auch der Discord-Link. Wir haben auch erfahrene SWTOR-Spieler bei uns auf dem Discord. Grüße gehen raus an der Stelle, die auch liebend gerne, genauso wie ich, Neulingen weiterhelfen. Und solltet ihr noch irgendeine Anmerkung haben oder einen Wunsch haben, dass ich ein Video machen soll oder so, schreibt es in die Kommentare. In dem Sinn würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdelü!